Wer ist da? Na, wer schon? Hey, was soll denn der Quatsch? Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Alles dabei? Der Typ arbeitet bei der Kripo. Seine Abteilung ist das K11. Und der Rest steht hier drin. Und das Geld? Ja, wie abgemacht. Die Hälfte jetzt. Und der Rest, wenn der Bulle tot ist. Und dass das klar ist. Bis Freitag muss das Ding durch sein. Verstanden? Interessant. War wohl nicht so im Steuerberater. Sag mal, die Alex hat mir erzählt, dass du beim Steuerberater warst. Kannst du mir nicht mal die Nummer geben, wenn er gut ist? Der Typ ist total beschäftigt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch jemanden aufnimmt. Will der kein Geld verdienen oder was? Ich meine, beim Beamten, das ist doch total easy. Ich probier's mal, ich ruf ihn an, okay? Aber ich denke, deine Chancen stehen schlecht. Was? Michael hat schlechte Chancen? Bei wem denn? Bei so ziemlich jeder. Was geht heute Abend noch ein Bier trinken, du Spaßvogel? Oh ja, ich bin dabei. Leute, ich kann nicht. Ich habe noch so viele Dinge zu erledigen. Also ich muss meine Bude aufräumen, ich muss Rechnungen zahlen. Ihr wisst doch, wie zeitaufwendig die Ermittlungen waren. Gerrit, passt schon. Langweiler. Wir? Ja, klar. Entschuldigung, kann ich euch helfen? Hi, wir müssen kurz ins Büro. Warum? Herr Birger muss die Wandlampen überprüfen, mit denen stimmt irgendwas nicht. Na ja, hier ist doch vor ein paar Monaten renoviert worden und da haben die irgendwie so ein Lampenmodell verwendet. Da gab es in letzter Zeit immer wieder Probleme mit Kurzschlüssen und so. Ich muss mal diese Fassung checken, wenn nötig austauschen. Das ist mal alles halb so wild. Alles klar, mach mal. Geradeaus, ja. Kommen Sie. Okay. Achso, bevor ich es vergesse. Der Staatsanwalt lässt dir einen lieben Gruß von unserer Polizeipräsidentin ausrichten. Sie ist mächtig stolz auf deinen Einsatz mit der Schleuserbande. Danke. Dann ist nicht ein bisschen übertrieben? Ich war ja nicht ganz allein daran beteiligt. Ich finde auch, dass es übertrieben ist. Da kommt ja einmal Gefahr, ja? Ja. Und erntet direkt die ganzen Lorbeeren. Ja, und die Aufmerksamkeit. Ja. Deshalb hat er das doch gemacht. Natürlich. Komm, nein. Sei nicht so bescheiden. Ohne dich hätten wir die Typen nie gekriegt. Die würden heute noch Mädchen hierher holen und zur Prostitution zwingen. Leute, ich bin nur froh, dass die Sache glatt über die Bühne gegangen ist. Ja, das ist ja fast geschafft. Freitag noch die Aussage vom Gericht. Und dann bist du erlöst. Das werde ich ja wohl auch noch schaffen. Außer mich trifft der Blitz in Form einer kaputten Wandlampe. Zum Beispiel. Ja. So Verbrecher fahren, das stelle ich mir ziemlich spannend vor. Naja, es ist nicht so wie im Fernsehen. Das ist ganz unspektakulär. Sie stellen einfach nur ihr Licht unter den Scheffel, habe ich recht? Ja? Sie machen aber bestimmt viele Überstunden und haben kaum noch Zeit für ein normales Privatleben. Nee, wenn es nicht gerade die Nachtschicht ist oder der Wochenenddienst. Bin ich meistens um 6 zu Haus. Sagen Sie mal, nun ist das mit einem Polizisten eigentlich so? Naja, je nach Dienstplan. Aber eigentlich bleibt's immer im Rahmen. Sagen Sie, haben Sie zufällig ein Glas Wasser? Mein Hals ist so trocken. Ja, einen Moment, ich hol Ihnen eins. Ja, danke. Hier, Ihr Glas Wasser. Oh, danke sehr. Das ist ja nett von Ihnen. Sagen Sie, können Sie das mal kurz unterschreiben hier? Also ich habe jetzt mal geguckt, alles in Ordnung hier. Keine Bedenken. Okay, gerne.
Wie haben wir wieder runter? Das Gekrapsche, das kotzt mich echt an. Und das jedes Mal. Vertrauen Sie mir einfach nicht. Setzen. Was glauben Sie eigentlich, warum ich so lange im Geschäft bin? Weil ich den anderen Menschen viel Vertrauen entgegenbringe? Ja, ja, ist ja schon gut. Ist das Ding jetzt am Laufen? Nein, noch nicht. Wieso denn nicht? Es ist schon Dienstag. Wie lange soll der Bulle denn noch rumlaufen? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Vermutlich wäre ich sowieso schon längst weiter, wenn Sie mir nicht falsche Infos über den Mann gegeben hätten. Wie? Falsche Infos? Was für falsche Infos? Die Adresse der Zielperson hat zwar gestimmt, aber er benutzt die Wohnung nicht. Stattdessen wohnt er bei einer Frau. Frau? Was für eine Frau? Vermutlich bei seiner Freundin. Okay, und wozu ist das wichtig? Sie wollen ja einen Mord ohne Spuren. Die Leiche soll nie gefunden werden. Na, ist doch klar doch, Mann. Sonst kann ja gleich jeder denken, dass ich hinter der Nummer stecke. Aha, sehen Sie? Deswegen muss ich alles minutiös durchplanen. Ich muss erstmal die Wohnung der Frau erkunden und dann muss ich ihn weiter beschatten. Und dafür brauche ich mehr Geld. Wie? Sie wollen noch mehr Geld? Nochmal 5.000. Ach, sonst ist alles gesund und munter, ja? Das ist ein Freundschaftspreis. Gute Arbeit kostet eben. Naja, meinetwegen. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Aber denken Sie dran, bis Freitagmorgen muss der Bulle Vergangenheit sein. Verstanden? Warum soll der Bulle eigentlich so schnell verschwinden? Das geht Sie den Scheißdreck an. Ich frag Sie auch nicht, warum Sie sich der Schatten nennen. Machen Sie einfach einen guten, sauberen Job und dann gibt's auch die restliche Kohle. Keine Sorge. Gras ist schon so gut wie tot. Hey, Gerrit! Warte mal! Was denn? Warum lässt du die überall rumliegen? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Ja, hatten wir oder haben wir. Ich räume die Sachen später auf, okay? Nein, das haben wir anders ausgemacht. Hey, ist nicht ein bisschen übertrieben? Ich bring doch schon das Altglas weg. Weißt du was, wenn du zu faul bist zum Aufräumen, dann mach ich's eben selbst. Aber auf meine Art. Hier! Weißt du was? In 5 Tagen bist du mich eh los. Ja, hoffentlich. Hier. Ich brauch mal ein bisschen mehr Auszeit. Hau doch ab! Showtime. Was denn? Entschuldigung. Ich dachte, Sie wären jemand anderes. Kein Problem. Das bin ich in der Branche gewohnt, wo ich arbeite. Vor allem am Filmset ist der Ton schon recht rüde. Film? Oui, ich müsste mich erst einmal vorstellen. Entschuldigen Sie bitte. Excusez-moi. Mein Name ist Henri Rabeau. Ich bin Filmproduzent. Filmproduzent? Hier ist meine Visitenkarte. Nehmen Sie. Und was wollen Sie? Aber wissen Sie, wir bereiten gerade ein großes Projekt vor, das gedreht wird in dieser Gegend. Ich fahre hier so lang, sehe Ihr Haus und denke, wow, das ist perfekt. Mein Haus? Oui. Der Regisseur will genau in so einem Haus drehen. Unsere Location Scouts sind schon seit Monaten auf der Suche nach was Passendem, aber bis jetzt ohne Erfolg. Ich kann mein Glück gar nicht fassen, dass ich hier einfach so lang fahre und ich sehe Ihr Haus. Das sind perfekt gedreht. Und Sie wollen bei mir drehen? Oui. In meinem Haus? Oui, ich möchte hier drehen. Natürlich bekommen Sie Geld. Was denken Sie? Naja. Wissen Sie, ich müsste mich aber ganz kurz bei Ihnen umsehen, ob die Location ausreicht. Die Räume, sind sie groß genug? Ich müsste kurz bei Ihnen rein. Ist das möglich? Okay. Merci. Kommen Sie. Oui, merci.